Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 20 Tortspielerkirche. Mein Name ist Jan und wir sind im Schlusssport, der Endsport dieser zweiten Fußball-Bundesliga-Saison. Ja, wir sind der Torwart vom Hamburger Sportverein auf Platz 2, wie wir hier sehen. Und ja, Hannover 96 ist auf Platz 1, hat auch schon diesen Spieltag vorgelegt, diesen ersten 31. Spieltag, den wir jetzt hier in dieser Folge haben. Zum Anfang gegen Dynamo Dresden auswärts. Das letzte Auswärtsspiel lief nicht ganz so gut gegen VfB Stuttgart im DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, wir hatten das Halbfinale in der letzten Folge. Ich will aber nicht ganz spoilern, wie das gelaufen ist. Falls ihr das Ganze verpasst habt, ist natürlich oben rechts in der Infokarte nochmal verlinkt. Könnt ihr draufschauen. Sind wir ins Finale gekommen? Ja, nein, vielleicht. Auf jeden Fall werden wir das Ganze heute hier abschließen, diese Saison. Ja, die Zweitliga-Saison werden wir abschließen heute. Und dann entscheidet ihr natürlich, wie es auch weitergeht. Und unser Ziel jetzt hier ist natürlich, erstmal aussteigen, ist klar, aber auch als Platz 1. Das hat der Vorstand gesagt, ja, der Vorstand will unbedingt Platz 1. Es ist aber nicht mehr ganz so leicht. Also vor allem, dass Hannover 96 es noch vorgelegt hat, macht die ganze Sache noch viel schwieriger. Also, es ist Ende April, Dynamo Dresden, ja, das haben wir am 26. Dann VfL Osnabrück, das ist nochmal ein Heimspiel, dann ein Auswärtsspiel gegen Heidenheim und dann nochmal das letzte Spiel heim zum Glück gegen den SV Sandhausen. Das alles sind harte Spiele und wir müssen vor allem auch, ja, gar nicht nur auf unsere Spiele gucken, sondern auch auf die von Hannover 96. Die haben jetzt noch 3 Spiele und müssen 2 von diesen Spielen mindestens unentschieden spielen, wenn wir selber alle Spiele gewinnen. Also, das hört sich ziemlich unmöglich an. Ob es möglich ist, das sehen wir jetzt. Viel Spaß dabei. Wieder ein bisschen mit dem Glücksbringer-Shirt rein, wobei Glücksbringer im Pro Evolution Soccer hat es mega viel Glück gebracht, dieses T-Shirt. Dazu gehört es auch. In FIFA hat es jetzt in der letzten Folge. Naja, für die zweite Bundesliga, da haben wir ja die Punkte geholt, die wir holen konnten. Und ich meine, ja. DFB-Pokal, schwierige Geschichte. Auf geht's ins erste dieser 4 Spielen in dieser Folge. Schlechteste Heimbilanz. Und wir sind jetzt heim gegen Dresden. Das hört sich schon mal ziemlich gut an. Die ersten 12 Minuten konnten wir leider davon noch nichts bestaunen. Kommt aber vielleicht noch. Ja, aber erstmal kommt ein Schuss auf mein Tor, aber den halte ich. Und nächster Versuch. Ey. Also von schlechter Heimbilanz. Ich meine, gut, die Schüsse waren jetzt nicht so krass, aber vielleicht spielen sie auch heim immer nur unentschieden und dadurch haben die eine schlechte Heimbilanz, aber zulassen tun sie bis jetzt aber gar nichts. Oh, das ist aber eine astreine Kombination. Nein, das kann nicht sein. Das muss es sein. Genau solche Tore und solche Chancen müssen wir einfach nutzen, weil, wie gesagt, es gibt ja immer noch das Szenario, wo dann auch wirklich es dazu kommen kann. Ja, dazu kann es noch kommen, dass wir punktgleich sind mit Hannover 96 am Ende des 34. Spieltags. Oh, gefährlich. Und dann brauchen wir eine bessere Tordifferenz. Und die haben wir noch nicht. Halbzeit 0:0. Wir sind die schlechtere Mannschaft hier. Das macht mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen. So, das heißt, wir brauchen die Tore. Ich schalte auf sehr offensiv. Und da kommt auch schon der erste Konter. Das habe ich mir gedacht. Der kann nicht lange auf sich warten lassen. Und da habe ich genau das mal gemacht, was ich in der letzten Folge angesprochen habe. Vielleicht mal ein bisschen das kurze Eck offen lassen. Aber aus diesem Winkel wäre das eher eine schlechte Idee. Zum Glück geht dabei nur in den Pfosten, weil ich, wie gesagt, diese Anspielmöglichkeit, auch diese Pässe im 5-Meter-Raum ein bisschen mehr verändern will. Vielleicht doch erstmal noch auf ausgeglichen stellen. Das ist ein bisschen sehr gefährlich gerade. Und ja. Nächster Versuch und nächste Parade. Kann ich weit abwerfen? Ich kann so weit abwerfen, dass es direkt zum Gegner geht. Geil. Nein. Oh, ey, das ist... Also, was für eine schlechte Heimbilanz haben die denn? Das frage ich mich gerade. Oder wie kacke ist es Hamburg gerade? Was soll das?
Jetzt kommt es vielleicht zu einer guten Chance. Komm mal, da ist einer frei, da ist einer frei. Ich hoffe, es ist kein Abseits. Ist das Abseits? Ich weiß es nicht. Es wird erstmal gejubelt und es ist scheinbar kein Abseits. 1:0. 69. Spielminute. Yes. Komm schon, nächst. Oh, Pfosten. Wir brauchen noch die Tordifferenz. Und außerdem ist 1:0 ja bei diesem Spiel ja auch noch viel zu knapp. Oh, das ist aber eine astreine Kombination jetzt. So langsam finden sie sich rein. 89. Spielminute, aber der Torwart ist leider da. Und jetzt kommt der erlösende Pfiff. Wir haben 3 Punkte. Das ist erstmal das, was zählt. Und das aus diesem Spiel. Das ist ja wow. Also erschreckend, was hier auf diesem Platz passiert ist eigentlich. Eigentlich sehr erschreckend. So, jetzt haben wir wieder diese 4 Punkte hergestellt. 3 Spiele sind noch da und jetzt müssen wir ein bisschen so beten. Okay, wir haben wieder das Sonntagsspiel, das heißt, wir müssen wieder nachlegen. Und jetzt schauen wir mal, wie hat Hannover gespielt. Die haben auch noch nicht gespielt. Die haben am Montag erst das Spiel, und zwar Hannover 96 gegen FC St. Pauli. Es kommt eigentlich nicht wirklich vor, dass Hamburg-Fans St. Pauli-Fans werden, und ich bin ja eigentlich auch kein echter Hamburg-Fan, aber in diesem Fall, als Hamburger Spieler, bin ich jetzt auf jeden Fall Fan von St. Pauli. Osnabrück hat bis jetzt erst 30 Spiele gespielt. Wir sehen ja auch, die haben dann noch ein Nachholspiel gegen Stuttgart. Die sind auf Platz 16, also nicht wirklich gut, auch mit 25 Punkten, also selbst wenn die 2 Spiele weniger ja haben als die meisten anderen, ja, aber trotzdem, also sie sind schon sehr weit unten in der Tabelle anzuordnen, vielleicht nicht auf Platz 16, vielleicht eher auf Platz 15 oder so, aber trotzdem, gegen uns sollen sie auch nicht gewinnen, also von dem her passt Platz 16 eigentlich auch ganz gut. Auf geht's. Hamburger SV gegen VfL Osnabrück, das können wir vorlegen, wenn wir jetzt hier gewinnen, sind wir nur noch einen Punkt weg von Hannover 96. Schön gespielt und direkt zum Anfang des Spiels 1:0, 7. Minute. Genau, das ist es, was wir jetzt hier brauchen. Wir müssen genau solche Stärke zeigen und die Hannoveraner, klar, die gucken jetzt hier uns live zu bei dem Spiel und werden hoffentlich dadurch jetzt eingeschüchtert, dass wir hier direkt so einen Willen zeigen und zack, zu Hause in Hamburg, ja, so in das Spiel hier starten. Ich hoffe, wie gesagt, nur, dass die anderen Hamburger, die St. Pauli-Fans und die St. Pauli-Spieler uns auch tatsächlich helfen wollen, nicht, dass sie absichtlich verlieren, das wäre Katastrophe. Aber wir sehen ja auch nochmal die Tordifferenz, 27, das müsste nicht live sein, das heißt, wir haben eigentlich 28 und 30 hat ja, Hannover 96. Also das heißt, wir haben ja noch genug Zeit in diesem Spiel. Ja, wir müssen nicht nur vorlegen, also ja, wir müssen natürlich nicht nur aufholen in dem Fall, sondern wir müssen vorlegen, weil die haben ja dann ihren 32. Spieltag noch. Also Tore, Tore, Tore. Aber erstmal Tore, ja, die Osnabrücker wollen das auch. Gute Chance, wird weit mit draußen und kann das Ganze entschärfen. Und auf der anderen Seite gute Chance, aber nein, das ist nichts. Scheiße, schade. Die nächste gute Chance und das ist das nächste Tor. 2:0. 39. Spielminute, nachdem jetzt Osnabrück auch weiter vorne war. Jetzt sehen wir hier das wichtige 2:0, um das Ganze in die richtigen Bahnen auszulenken. Und Tordifferenz. Man kann es nicht häufig genug erwähnen, weil ich kann mir wirklich gut vorstellen, wenn Hannover 96 irgendwie die Punkte liegen lässt, machen sie das in Form von Unentschieden. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir am Ende punktgleich sein werden oder die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß ist. Wieder Osnabrück. Nein, nein, nein. Das ist immer ärgerlich, wenn man die Parade macht und der Ball da von so einem Gegenspieler geht. Vor allen Dingen, wenn dazwischen quasi noch ein Mitspieler den Ball auch abfangen kann. 2:1. Halbzeit, 2:1. Ich sag mal, bitter, dass das eine Tor noch für Osnabrück gefallen ist. Und 2:0 wäre natürlich sehr, sehr viel entspannter. Oh yes, oh yes. Ding dong. 52. Minute, 3:1.
Da wird der Vorteil zum Glück gegeben und nicht abgepfiffen. Der ruhende Ball, ja, der hätte mit Sicherheit nicht zum Tor geführt. Und vielleicht gibt es sogar noch eine gelbe Karte oben drauf, wäre natürlich doppelt gut. Und ja, aber erstmal Hauptsache der Schuss geht auch ins Tor. Faustabwehr wichtig. Osnabrück will nach diesem Tor umso mehr wieder das nächste Tor erzielen. Also diese Zeittore, dass sie damals so zurücklegen, das mögen die gar nicht. Aber jetzt, nein! Oh, das dritte Tor, das wäre so geil gewesen. Da ist es jetzt! 4-1! Yes! 70. Spielminute! Es kann was werden, es kann was werden. Jetzt muss nur noch Hannover 96 auch mitspielen. Wir machen hier alles. Bitte, Leute, drückt mal alle die Daumen in den Kommentaren. Wir brauchen das wirklich. Jetzt Hamburg richtig in Fahrt, legen nochmal zurück. Kacke ist Kacke, aber nicht hier und nicht jetzt. 5-1, 77. Spielminute. Die Tordifferenz, die geht langsam in die richtige Bahn. Zur Ausnahme auch mal wieder Osnabrück vorne. Aber außer den Stunt, den ich hier mache, ist da nichts mit dabei. Ende, Schluss, aus. 5-1, das ist der Endstand hier in Hamburg. Nichtsdestotrotz, sie haben auch gute Paraden gemacht, vor allem im ersten Durchgang. Ja, und jetzt müssen wir gucken und weiter voranschreiten im Kalender und hoffen, dass Hannover 96 mindestens unentschieden, aber so eine Niederlage wäre natürlich auch absolut geil. So, die letzten beiden Spieltage kommen jetzt. Heidenheim und Sandhausen. Erstes auswärts, zweites heim. Alle Teams spielen natürlich jetzt auch gleichzeitig. Ich habe versucht, nochmal irgendwie die Seitenlinien-Kommentatoren anzustellen mit den englischen Kommentatoren. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Auf der PC-Version ist es in FIFA 20 irgendwie anders als früher auf dem PC in den anderen Teilen. Ich hoffe, wir werden über das Hannover-Ergebnis ja auf dem Laufenden gehalten. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie sie gespielt haben. Yes. Sie haben, gegen wen haben sie denn unentschieden gespielt? Ach ja, das war ja gegen St. Pauli, wie nice. Ich hatte gerade einen Spielabschluss, deswegen war jetzt eine halbe Stunde schon vergangen, seitdem ich es gerade, deswegen. St. Pauli, yes. Jetzt spielen sie gegen Aue, naja, Platz 8. Dann haben sie noch gegen Bochum. Sie sind natürlich eigentlich nicht schlecht, aber hier ist gerade nur auf Platz 15. Eins dürfen sie tatsächlich jetzt noch gewinnen. Das ist okay, weil sie jetzt unentschieden gespielt haben. Aber mindestens ein weiteres müssen sie ja auch mindestens unentschieden spielen dann. Ja, weil ist ja ganz logisch, weil wenn sie jetzt unentschieden spielen, haben sie 76 Punkte und ich auch 76 Punkte. Das heißt, wir sind punktgleich und wegen der Tordifferenz wäre ich dann sogar tatsächlich auf Platz 1 entscheiden. Aber naja, das müssen wir auch erstmal wieder hinbekommen. Also wir labern ja hier ganz viel in dieser Folge jetzt von hin und her und wie könnte es sein und was. Ja, es muss dann auch dazu kommen. So, wir wollen nur dieses Aue-Spiel. Nichts anderes. Alles andere interessiert uns nicht. Auf geht's im Regenspiel in Heidenheim. Oh, Konter, bitterbös. Vielleicht ein bisschen offensiver stellen. Ecke. Oh, da, wir bekommen tatsächlich ein Ergebnis und Stuttgart führt! Was? Was? Ich hab doch alles ausgestellt, ich dachte gerade so, boah, steht nicht Hannover da, Stuttgart führt, aber die spielen ja gar nicht gegen Stuttgart, das ich wollte gerade sagen. Also, das verwirrt, also immer ein gutes angezeigt wird, aber das, also, das ist alles suspekt, aber jetzt erstmal mein Ball, jawoll. Konter. Konter, wieder Heidenheim. Ist bei solchen Bällen, da kannst du nichts tun. Bekommt er nicht hin. Selbst ich bin ja extra klein. Ich bin ja nur mit 1,84 ein sehr, sehr kleiner Torhüter. Wenn ich mir eine reale Größe genommen habe. Aber selbst so, da kann er nicht so schnell verschieben. Der Torwart lässt sich nicht so schnell steuern. Diese Richtungswendung. Und, aber, nein, ich dachte, wir legen jetzt auch los. Hallo, wo bleibt unser Tor? So, wir liegen zur Halbzeit zurück mit 1-0.
Ja, wir hatten noch nicht wirklich eine überzeugende Chance. Scheiße. Ach, wieso? Ich meine, dass wir es im Spiel nicht angezeigt bekommen. Naja, zur Halbzeit. Jetzt hier sehen wir es. Hannover 96 führt mit 2:0 gegen Aue. Wie gesagt, sie dürfen dieses eine Spiel gewinnen. Aber auch tatsächlich nur, wenn wir auch gewinnen. Naja, wenn sie jetzt schon 2:0 führen zur Halbzeit gegen Aue, dann ist das scheiße. Hannover 3:0. Da bekommen wir das jetzt live angezeigt. Das heißt, die haben schon mal gewonnen. Das ist sicher. Wir scheinen jetzt auf der Offensiv. Wollen jetzt auch auf jeden Fall gewinnen. Und ja, jetzt zählt wieder die Tordifferenz. Ja, das ist mein Ball. Scheiße, es wird... Oh, fuck, ist das spannend. Hannover 4:0. Oh, was war das denn jetzt für eine Parade? Das war ja gar nichts. So, und jetzt ist es gleich vorbei, das Spiel. Jetzt müssen wir mal was Gutes hier machen. Das kann doch alles nicht wahr sein. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Vorbei. Damit auch vorbei, der Traum vom ersten Platz. Jetzt gucken wir erstmal, ob unser zweiter Platz überhaupt sicher ist. Aber das wäre natürlich auch einfach zu schön, um wahr zu sein. Und ich meine, selbst ein Unentschieden hätte uns eigentlich überhaupt nichts gebracht. Ja, und wir sehen, der zweite Platz ist absolut überhaupt nicht sicher. Ich dachte, wir wären viel weiter weg von VfB Stuttgart. Ja, jetzt anstatt um den ersten Platz zu kämpfen, der dritte Platz, der ist schon mal sicher. Also, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen. Aber wir müssen gewinnen, um den zweiten Platz auf jeden Fall zu sichern. Das hätten wir schon früher machen können, um gegen Stuttgart, ja, wenn wir da einfach gewonnen hätten gegen die, aber wir haben nur unentschieden gespielt. Ja, jetzt haben wir den Salat. Zum Glück ist das letzte Spiel heim, weil da sind wir dann doch in den letzten Spielen deutlich besser gewesen als auswärts. Also auswärts, ja, haben wir es einfach nicht geschafft, genauso gegen Dresden irgendwie so nicht die Tore zu erzielen. Ich weiß nicht warum, aber da wollte es einfach nicht. Das haben wir gegen Stuttgart im DFB-Pokal gesehen, das haben wir gegen Dynamo Dresden gesehen, wo wir ganz knapp 1:0 gewonnen haben und jetzt leider auch im letzten Spiel. So, lebenswichtig, dass wir da diesen Pass abfangen. Und da haben wir das erste Ergebnis auch hier. Hannover, natürlich ist für uns gar nicht mehr so interessant, aber ja, ich meine, wenn die ganze Zeit gewinnen und ja, wir sind, wie gesagt, als vierter Platz und die hatten so viele Punkte. Ich glaube, die hatten, als wir gewechselt sind, 12 Punkte Vorsprung und jetzt, ja, kann man nichts geben. So, Halbzeit 0:0. Es ist nicht wirklich viel passiert bis jetzt und ich bin gespannt auf die Spielstände. Wir hatten einige Einblendungen, aber noch nicht das interessante Spiel Stugitown. Gegen Darmstadt, die führen 1:0, das heißt, wir sind in der Blitztabelle gerade auf Platz 3. Relegation Hamburg, ich komme. Geil. Yes, da haben wir ihn wieder, den zweiten Platz. 57. Minute, wir führen und damit, solange wir führen, sind wir sicher in der ersten Fußball-Bundesliga in der nächsten Saison. Und Stuttgart, ja, die haben es mitbekommen, wir führen und legen deswegen nochmal drauf. Das bringt zwar nicht ganz so viel, aber führen jetzt 2:0, damit ist deren Sieg, naja, ich will natürlich nicht sagen, in dieser Minute schon sicher, aber die werden wahrscheinlich ihre... Oh, die werden ihre 3 Punkte bekommen. Aber wir vielleicht auch. 62. Spielminute. Die direkte Antwort. Ja, da sehen wir es eingeblendet im Stadion. Und dann, zack, auch 2:0. Ja, müssen wir rauskommen. Fangen den Ball souverän. 81. Spielminute. Wir sind so gut. Also ich weiß gar nicht, wieso ich mich so... Also, es ist unglaublich. Ich muss mich jetzt so krass schon über den zweiten Platz freuen. Und ja, damit haben wir ihn sicher. Hamburg spielt nächste Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. 3:0. Wirklich, dieses Auswärtsspiel so hart verkackt. Klar, Hannover hat jetzt auch nochmal die letzten ganzen Spiele gewonnen.
passt halt nichts, ne? Dann geht's halt einfach auch nicht. Aber trotzdem. Der erste Platz wäre möglich gewesen. Aber auch mit mir auf dem Platz haben wir irgendwann in der Rückrunde ein paar Mal Punkte liegen lassen. Und dafür hat es dann einfach dann nicht gereicht. Und jetzt könnte das Ganze nochmal ein bisschen höher ausfallen. 4-0 im zweiten Versuch. Jawohl. Jawohl. So, vorbei. Das war die letzte Minute dieser Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Oha. Und jetzt gibt es natürlich auch nochmal eine kleine Aufstiegsfeier. Macht mein Torwart hier crazy Krawalle. Hannover sogar nur 1-1. Nein. Wenn wir das letzte Spiel nicht verloren hätten, sondern gewonnen hätten. Nein. Holy shit. Ja gut, passiert, egal. Machen wir nächste Saison besser, aber das Ganze dann in der, ja, vielleicht Fußball-Bundesliga. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt einfach reinschreiben. Sollen wir wechseln? Sollen wir bei Hamburg bleiben? Erstmal die erste Hälfte mal mindestens Bundesliga-Saison und mit denen versuchen, was zu machen. Mal gucken, wie wir uns da dann anstellen. Also generell, ich bin super gespannt, was ihr reinschreibt. Und das mache ich dann natürlich auch. Ich versuche, ja, den Willen der meisten Zuschauer dann umzusetzen. So dass alle am Ende zufrieden sind. Das hoffe ich natürlich auch, dass ihr jetzt zufrieden seid. Das war wahrscheinlich eine XXXXL-Folge. Die längste, die ich wahrscheinlich vielleicht je gemacht habe. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Checkt die Playlist aus und checkt die nächste Folge aus, weil es dann hier weitergeht. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jetzt auch noch kostenlos machen. Alle weiteren Infos und ja, wann es weitergeht und alles so weiter und wann das nächste Video online kommt, checkt ihr das natürlich hier Instagram aus. Da bekommt ihr alle weiteren Infos. Haut rein. Ciao.